Bruders und Schwestern, willkommen zurück zu Minecraft Wii U. Wir sind immer noch in der Höhle und beim letzten Mal haben wir einen weiteren schönen, knackigen, abgerundeten, abgekackten, abgewichsten Diamanten bekommen. Der sah wirklich sehr schön aus. Tut mir leid für diese vulgäre Ausgangssprache, aber es ist so, wie ich sage. Ich lüge nicht. Ich schwöre es. Ne, wir haben einen recht coolen Dia gefunden und den haben wir uns in die Kiste gesteckt, dass der uns auch nicht mehr flöten geht. Und ja, da sind wir wieder nach oben gegangen, sind abgehauen nach draußen, weil wir einigermaßen wenig Fackeln hatten, ja. Ne, wir hatten echt wenig Fackeln gehabt. Und dementsprechend bin ich nochmal nach oben ins Baumhaus, um mir nochmal ein paar Fackeln zu generisieren, herzustellen, sie zu synthetisieren, weil das klingt für Fackeln craften zu high. Fackeln craften ist low. Wir haben uns auf gut Deutsch gesagt einfach nur Fackeln gemacht. Mehr muss man da nicht wissen. Ja, ja. Guck nicht so doof, du Arsch! Na, und da habe ich ja beim letzten Mal sogar so euch einen kleinen Teaser rausgehauen. Ach, wir sind hier. So einen kleinen Teaser rausgehauen, worüber wir in diesem Part reden könnten. Und das Thema ist halt echt schon Potenzial, ne? Weil man kann schon darüber reden, weil es auch nicht unwahrscheinlich ist. So wie das für mich klingt, sage ich jetzt mal, ne? Es klingt für mich jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sowas mal in Angriff genommen wird. Deswegen habe ich darüber gesprochen. Aber bevor ich euch alle jetzt verwirre von wegen, ey, worüber redet der Spasti überhaupt? Es geht mir heute um Minecraft für die Nintendo NX. Falls ihr die NX nicht kennt, was ich nicht glaube, aber es soll ja Leute geben, die es nicht kennen. Die NX ist quasi eine Konsole, die momentan von Nintendo unter aller Sau entwickelt wird. Und natürlich unter aller verschlossenen Türen. Man weiß im Grunde offiziell nichts über die Konsole. Inoffiziell gibt es da schon ein paar Leaks und so weiter und so fort. Und naja, ich sag mal ganz so, wie es ist. Die Konsole soll anscheinend im September angekündigt werden, offiziell von Nintendo. Und wenn das der Fall ist, wird auch gesagt, was es für eine Konsole ist, was die drauf hat, was die kann, was die Innovation hinter der Konsole ist, weil Nintendo ist ja immer sehr innovativ und so weiter und so fort. Und die wollen immer, in jeder Konsole wollen sie was Innovatives haben. Wie wir das halt eben von denen kennen. Ich finde, kannst du machen, musst du aber nicht. Aber wenn sie darauf bestehen und wenn die Innovation halt echt gut ist, dann will ich da nicht zu nein sagen, die alte Drecksau. Ne? Aber worum geht's denn überhaupt? Ja, grundsätzlich muss man da sagen, laut den ganzen Leaks, und ich glaube, man kann den Leaks schon echt vertrauen, ist die NX ein grafisch anspruchsvolles Tablet. Also ein von der Leistung her wirklich anspruchsvolles Tablet. Hat schöne Hardware am Start. Und naja, so schön, dass man quasi unterwegs mit Xbox One Grafikniveau spielen könnte. Unterwegs. Ja? Obwohl Reggie, also der President of America von Nintendo, ja gesagt hat, it's not about the teraflops, it's not about the hardware, it's about the games. Also, kurzum gesagt, es geht Nintendo nicht um die Technik, Thaddeus, die Technik, sondern es geht eben um die Spiele. Für Nintendo sind immer die Spiele ausschlaggebend. Nichts anderes. Ja? Und das glaube ich denen auch, ne? Aber, naja, wenn man dann halt so hört, okay, die NX, also das Tablet oder der Hybrid, sagen wir besser Hybrid, weil Hybrid passt besser dazu. Aber jetzt fragen sich einige, was ein Hybrid ist. Also die Konsole NX soll ein Tablet sein, das sowohl zu Hause gespielt werden kann, als auch unterwegs. Das heißt, ihr habt quasi unterwegs das Tablet in der Hand und zu Hause habt ihr eine Dockingstation, an der ihr die NX anschließt und da könnt ihr quasi am Fernseher spielen. Und nicht am Tablet. Ihr habt dann euren Blick nicht auf das Tablet gerichtet zu Hause, sondern
wenn ihr das Tablet an die Dockingstation setzt, halt eben an den Fernseher. So. Jetzt habe ich so lange ausgeholt, ne? Ich wollte heute ja eigentlich nicht ganz über die NX oder nicht vollständig über die NX reden, sondern über ein Spiel, das vielleicht für NX sogar rauskommen könnte. Wenn man das mal ganz auf die Hypothetik bezieht, ne? Wisst ihr Bescheid, Brudinen? Keine Ahnung, ich dachte mir halt so, okay, Microsoft hat ja momentan zu Nintendo schon einen besseren Draht als noch vor ein paar Jahren, ne? Da hat man schon daran erkannt, dass ja Minecraft für Wii U rausgekommen ist. Und ja, ich glaube, ihr wisst, worüber ich reden möchte, ne? Richtig. Nintendo NX Minecraft. Mit anderen Worten, Minecraft NX Edition, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ist das real? Kann das real werden? Ist das wahrscheinlich? Ist es nicht wahrscheinlich? Wie ist meine Meinung dazu? Wird sowas später mal rauskommen? Ganz ehrlich, ich denke ja. Ich denke, irgendwann, es wird wahrscheinlich 2017, auf jeden Fall in 2017, Minecraft NX geben. Ich denke, das wird dann angekündigt von Mojang, von 4J Studios oder von Nintendo selbst. Dann heißt es, ey, bald so und so kommt Minecraft NX raus. Kam ja auch bei der Wii U-Version plötzlich so aus dem Nichts. Und naja, wir haben ja alle nie daran geglaubt, dass es halt real werden könnte. Und dann auf einmal klappte es, ne? So. Ein Grund dafür, der dafür sprechen könnte, dass es bald rauskommen könnte, ganz einfach gesagt, die Verbindung zwischen Microsoft und Nintendo, ne? Man muss auch sagen, es kam selbst Minecraft für die PS Vita Edition raus. Also für die PS Vita, also Minecraft PS Vita Edition. Insofern mich nicht alles täuscht. Und naja, ich meine, wenn es selbst für die PS Vita rauskommt und Microsoft jetzt mit Nintendo so einen Draht hat, einen besseren Draht als noch vor ein paar Jahren, dann muss da was kommen. Allerspätestens wieder zum Ende des Jahres. Wenn Minecraft bis dahin nicht schon out ist. Und was ist das denn? Oh mein Gott! So, genug ausgerastet. Ne? Oh mein Gott! Was ist das hier? Alter Falter! Das war einer der krassesten... Das war eine der krassesten Dia-Pushes, die ich jemals bekommen habe. Von einer einzigen Ader. Oh mein Gott. Richtig geil. Oh mein Gott. Naja, wo sind wir stehen geblieben? Tut mir leid. Minecraft NX, guten Tag. Ich kann es mir sehr gut vorstellen aus dem, wie gesagt, eben genannten Grund. Ne? Die Verbindung zwischen Microsoft und Nintendo. Die ist halt momentan auf einem recht guten Stand. Und ich denke nicht, dass Microsoft sich das entgehen lassen wird, dann noch ein paar Euros sich dazu zu verdienen. Wäre auch innovativ eigentlich, ne? Touchscreen, ne? Ist ja ein Tablet, soll ja Touchscreen haben. Kannst dann wahrscheinlich auch mit dualen Steuerungsmöglichkeiten spielen. Entweder am Laptop, Tablet selbst per Touchscreen. Oder du schließt da einen Controller an. Oder du schließt quasi die NX an Dockingstation an. Und hast so nochmal die Controller in der Hand. Wäre schon innovativ, ne? Und besonders wäre das dann auch so ein bisschen von der grafischen Leistung ja natürlich besser als die Wii U das kann. Würde ich jetzt mal sagen. Kann ich mir also sehr gut vorstellen. Contra, was spricht dagegen, dass es für die NX rauskommt? Oder dass Minecraft NX für die NX rauskommt? Ja? Wir sprechen nur von der Möglichkeit oder von der Fragestellung, ob Minecraft NX rauskommt. Ob anderes noch rauskommen könnte, man weiß es nicht, ja? Man weiß es nicht. So, ich will damit sagen, es kann natürlich auch sehr gut sein, dass sich Microsoft denkt, nö, wir haben keinen Bock da extra für so eine etepetete Version rauszuhauen für. Nö, machen wir nicht. Wir bieten dann quasi die Pocket Edition.
Oh mein Gott. Die Lava ist weg. Wasser. Heiß. Heiß, heiß. Scheiße, ich brauch Wasser. Verdammt nochmal. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, eine Möglichkeit wäre so, dass Microsoft sagen könnte, nö, ist uns zu viel Arbeit. Wisst ihr was, Nintendo? Leckt uns mal kreuzweise am Anuslöchlein. Wir werden euch eine Pocket Edition anbieten, weil ich meine, ihr macht sowieso eine NX, wo auch wahrscheinlich Android drauf sein wird. Dann machen wir uns jetzt nicht extra die Arbeit, da eine NX-Version davon anzubieten, ne? Wisst ihr Bescheid, ihr kleinen Drecksäcke. So, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass Microsoft das auch sagen wird oder dass Mojang das sagen wird. Kann auch sein. Spricht ja auch dafür. Ich meine, warum sollte sich Microsoft mehr Arbeit machen mit einer NX-Version, wenn es auf der gleichen Android-Architektur basiert? Halt nur mit einem NX dran und ein paar anderen Zusatzfunktionen. Oder halt mit so einer Konsolenfunktion halt, ne? Wäre ja schon ein bisschen schwachsinnig, ne? Ansonsten, wie kann ich mir vorstellen, wie wird die Version denn laufen? Ich denke mal, auf jeden Fall besser als die Wii U-Version. Definitiv. Ich denke mal, wenn schon am PS4-Niveau oder halt dann wirklich so unendlich, wie es auch schon die Pocket Edition kann, ne? Ich meine, die Pocket Edition hat ja am Anfang auch erstmal so eine begrenzte Welt. Ich glaube sogar noch kleiner als die Wii U-Version. Das kannst du auch nicht mehr vergleichen miteinander, weil als ich die erste Minecraft Pocket Edition Version gespielt habe, ne, da wart ihr noch gar nicht geboren. Spaß. Da war das quasi so, man hatte nicht mal eine Hungeranzeige, man hatte keinen Tag-Nacht-Rhythmus, es hat nicht geregnet. Es war quasi nur, du hast einfach im Überleben gespielt, ohne dass es sogar Höhlen gibt. Es gab selbst keine Höhlen. Das ist halt schon armes Deutschland, ne. Und das Ganze hat sich ja aufgestuft, ne? Und ich denke mal, die NX-Version, die wird wahrscheinlich auf dem gleichen Stand sein wie die Pocket Edition. Von der Grundarchitektur. Vielleicht sagt sich ja Microsoft auch, nee, komm, hier, wisst ihr was? Klatschen war da eben ein NX dran, obwohl es die Pocket Edition ist. Ne? Aber wie gesagt, wenn Nintendo echt ein Tablet ist, so wie wir uns das vorstellen, und wenn das nach Android basiert und sowas, und wenn da echt so eine Android-Version drauf ist, kann ich mir vorstellen, dass sich da Microsoft echt sagt, komm, wir nennen es einfach mal NX-Version, obwohl es die Pocket Edition ist. Oder wir packen, oder wie, weiß ich nicht, wir bieten das erst recht nicht an, weil ihr habt ja sowieso eine Anbindung zum Play Store, dann sollen die es doch da runterladen. Also die Pocket Edition. Dann brauchen die doch gar keine NX-Version. Ne? Kann Microsoft genauso gut sagen. Ich weiß halt echt nicht, wie die Konsole sein wird. Das werden wir rausfinden. Oh mein Gott, sind richtig viele Smaragde am Start, oder was? Sehr schön. Ne, das wird man rausfinden. Im September soll es ja soweit sein. Da soll ja die Konsole angekündigt werden. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Können wir alle gespannt drauf sein, ey. Aber was meint ihr? Wird die NX ein Tablet sein? Kann man davon ausgehen wie Kerzen oder was sagt ihr? Also es klingt schon sehr plausibel, was Nintendo da macht mit dem Tablet, ne? Dass sie da so einen Hybriden... Ich sag dazu Tablet, weil für mich ist es ein Tablet, das du auch zu Hause an eine Dockingstation anschließen kannst. Für mich ist das halt so. Ich sag dazu nicht Hybrid, ich sag dazu Tablet. Es ist nichts anderes. Es ist ein hybrides Tablet. So, jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht, ne? Aber hybrid zu sagen, das klingt zu formell. Ist viel zu pauschalisiert. Du kannst ja genauso gut sagen, es ist ein hybrides Tablet. Dann hast du es vielleicht nochmal so rumgerissen, das Ruder. Das Luder. Ey, wie viele Smaragde hier einfach sind, ne? Wie viele Smaragde hier sind! Hier haben wir aber jetzt eine krasse Ader gefunden von Smaragden, ne? Sehr schön. Können wir bald wieder handeln mit den alten Drecksäcken. Aber NX, ich denke, das wird krass. Ich werde mir auf jeden Fall eine holen.
Ich habe da auf jeden Fall übertrieben Bock drauf. Ich weiß noch nicht, wie das ausschaut. Vom Tablet an sich, also man weiß ja nichts und ich will auch nichts in die Welt reinsetzen, aber wie klobig wird das Ding sein? Kannst du es gut in die Hand nehmen? Wird das Ding 3 Kilo wiegen? Ich weiß es nicht. Besonders, man muss ja auch bedenken, das Ding wird luftgekühlt sein. Also der Grafikchip, der von Nvidia beigesteuert werden soll, der wird nicht mit Wasserkühlung laufen oder mit irgendeiner anderen Kühlung. Also hier vergleichbar, ne? Ventilator oder sowas. Alpenföhn-Gedöns da. Halt diese Kühler halt, ne? Ich denke, das Tablet wird an sich mit Luft gekühlt. Also mit der Umgebungstemperatur. 25 Grad Celsius. Eure Raumtemperatur. Somit wird das gekühlt. Und man kann da einfach nicht sagen, ey, das Tablet wird die krasseste grafische Leistung haben. Ne? Es wird vielleicht das krasseste Tablet überhaupt sein. Das ist ja wahrscheinlich, ne? Dass dieses Tablet... das leistungsstärkste sein wird, das es jemals auf dem Markt gegeben hat. Okay, gebongt. Aber trotzdem muss man gucken, wie das von der Leistung her ausschaut, von der Lebensspanne dieses Tablets und so weiter und so fort. Da muss ich natürlich halt echt was einfallen lassen. Also die haben sich da echt was eingebrockt. Die stampfen damit ja auch quasi den stationären Markt ein, ne? Wenn sie jetzt eine NX ein hybrides Tablet ankündigen, das quasi zu Hause und unterwegs gespielt werden kann, dann haben die quasi das stationäre System über Bord geworfen. Die haben quasi Hybrid. Wie gesagt, ne? Hybrid. Ein Hybrid, der sowohl stationär als auch mobil ist. Aber das Ganze, das wird schon interessant werden. Ich bin schon echt gespannt. Ich werde keine Kosten und Mühen scheuen, mir diese E3 oder nicht E3, mir diese Direct anzugucken oder diese Präsentation anzugucken, die Nintendo da verlauten lassen will. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich freue mich schon übertrieben. Ich habe auch gleichzeitig extrem viel Angst. Aber okay. Ich denke, mit der Angst müssen wir leben. Chinas, mit 9 Dias, 6 Smaragden beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.